Und zurück zu Batman Arkham Knight, der mittlerweile 31. Folge schon. So, wir müssen jetzt bei dem Johnny Charisma, glaube ich, heißt der, müssen wir jetzt diese Bomben entschärfen. So, dann würde ich sagen, starten wir das mal. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Bataille fällig, die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, So, Bombe Nummer 2 entschärft. vereint. Wer lacht jetzt zuletzt? Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown, Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist's. Was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Die Boot, Bombe wird ich jetzt ein kann nur bisschen lachen. Deine Freunde kritischer. sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja. Du wirkst so beklommen. Denn du weißt, meine Zeit ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietschfidel. Bald schon geb ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? Sollen wir also irgendwie rüberkommen? Barbara ist tot und ich lache. Jason Todd ist tot und ich kann nur lachen. Selbst ich bin tot und kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Okay, geht's hier auf die Seite nicht weiter? Und ich kann nur lachen. Ich lauf nicht mehr ganz rund. Und du alleine bist der Grund. Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Die Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Die Eltern sind tot und ich kann nur noch lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. So, letzte Bombe. Gibt doch nichts Besseres. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. So, kein Plan, was ich jetzt machen muss. Ich denke mal, dass ich von hinten angreifen muss. Jetzt mal kurz warten, bis es sich umgedreht hat. Bring mich nach Haus ins Asylum. Niemals allein im Es. Nein! Oh. Kann doch nicht wahr sein. Je. Bring mich nach Haus ins Asylum. Niemals allein im Asylum. Es war die pure Anarchie, aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt, ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arkham City. Bataille fällig, die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die Augen sah, war mir klar, wir würden vereint. Wer lacht jetzt zuletzt?
Ich steck in deinem Kopf und ich lache. Ha! Erfüll dich mit Furcht und ich kann nur lachen. Deine Eltern sind tot und ich kann nur lachen. Was sonst bleibt mir? Ich gehöre jetzt zu dir. Ich bin der Clown. Fürst der Gaunerei. Und wir hatten viel Spaß, wir zwei. Du bist ich und ich bin du. Genauso ist, was willst du tun? Bin so drauf gespannt, die Macht zu haben. Wer lacht dann zuletzt? Du siehst nur noch rot, ich muss lachen. Sitz im selben Boot und ich kann nur lachen. Deine Freunde sind tot und ich kann nur lachen. Ja! Oh ja, du wirkst so beklommen. Alle Bomben sind entschärft. Zeit, Charisma, die Show zu stehlen. Ist gekommen. Ich lieg dir im Blut, so quietsch wie Dill. Bald schon gebe ich den Befehl. Nicht mehr lang und du wirst töten. Wer lacht dann zuletzt? So, jetzt lach ich mal. Keine Zugabe. Und der soll ein echter Sänger sein? Sogar Alfred kann besser singen als der. Gute Arbeit, Robin. Kein Problem. Ich tue der Musikwelt nur einen Gefallen. Schaff mir den Chorknaben zurück in seine Zelle. Ja, packen wir. Pack dann, Robin. So, gehen wir zurück. Du. Geht ins Ohr, was, Betz? Ach ja, Ich bringe Charisma zurück in seine Zelle. Alles klar. Alfred, wir sind fast fertig und müssen verlorene Zeit aufholen. Bereite eine Verbesserung des Wagens vor. Natürlich, Sir. Treffen Sie bitte Ihre Wahl. So, Batmobil-Verbesserung wählen. Waffengenerator? Na, Waffengenerator. Der Waffengenerator Mark IV lädt Ihre Sekundärwaffen auf maximale Kapazität auf. Müssten Sie nicht gegen eine ganze Armee vorgehen, würde ich sagen, es wäre bereits zu viel des Guten, Sir. Immer gut. Ausgezeichnet, Sir. Mit diesem Gerät im Batmobil sind die Panzer bald nur noch Schrott. So, dann wird das Ding hier mal aufmachen. Tja, wer hat das Maul zu weit aufgerissen? Bleiben nur noch du und ich, Bats. Mano a mano. Echter Kampf, von dem man seinen Enkel noch erzählt. Natürlich könntest du auch umkehren und dich feige verdrücken. Du bist im Ring. Jetzt kommt der King. So. Haben wir eigentlich nur noch Stage A? Ich traue keinen falschen Jokern. Ich folge Befehlen von Harley und niemandem sonst. Batman ist da draußen und ich öffne dieses Tor erst, wenn Harley es so will. Meinst du, Batman kommt hier entlang? Harley sagt, er wird versuchen, die Leute zu finden, die sie befreien. Er kann's versuchen, aber an diesem Tor kommt er nicht vorbei. Harley sagte, es soll so bleiben, bis ich was anderes höre. Hast du den Typen gesehen? Den Boxer? Al King, der Gotham Goliath. Mein Vater hat mich früher zu seinen Kämpfen mitgenommen. Damals war er der Wenn du nur einen dieser Trottel dazu bringen könntest, die Tür für dich zu öffnen. Ich würde es ja selber tun, aber du hast mich ja umgebracht. So ein Typ aus Russland hat... Kurz darauf stieg er aus. Wie kommt's, dass er hier ist? Und was soll das weiße Make-up?
Ich muss ein Ziel auswählen, bevor ich einen Befehl gebe. Öffnet das Tor! Das raff ich nicht. Was gibt's da zu raffen? Mach einfach das Tor auf. Okay. Mal ruf, du. Das kommt mir schräg vor. Aber wenn die Tore unten sind, was machen wir mit Batman? Harley hat einen Plan. Da bin ich mir sicher. Schnauze. Bumm. Jo, das ging noch ganz gut. Und weiter geht's. Bestimmt der Joker dahinter, oder? Was haben wir denn da? Aufwachen, aufwachen! Was ist los? Glaubst du, ich tu dir weh? Warum? Ich bin nicht der Böse hier. Oh nein. Nein, du bist nicht der Böse. Das ist Batman. Hat dich verlassen. Ausgesetzt, wie einen ungeliebten Hund. Kann ich ihn behalten, Daddy? Oh, bitte, 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 bitte. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Alles, was du möchtest, Prinzessin. Man soll ihn nur auch als deinen erkennen. Er soll doch nicht wieder hier enden, oder? Nein, Daddy. Ich will ihn für immer behalten. Nein, nein, bitte nicht. Bitte, nein. Okay. Alles okay? Ja. Du wirkst verstört. Nein. Mir geht's gut, Jason. Tim. Das ist schon länger nicht passiert. Einer ist noch übrig. Los. Oh. Das ist er. Der Kampf des Jahrhunderts. Bist du bereit für eine Lektion, Batman? Wo sollen wir anfangen? Wie wär's mit auf die Fresse für Anfänger? Hast du nichts zu sagen? Einer von der ruhigen Sorte, wie? Mal schauen, ob wir das ändern können. Ich werde dich um Gnade... Was? Los, mach ab! Den hab ich fast gespürt. Was? Was machen wir jetzt? Niemand! Ich muss Batman helfen, den Kerl auszuschalten. Schlimm ist eigentlich gar nicht der Typ, sondern eher die ringsrum stehen halt, die nerven. Zu langsam. Den habe ich fast gespürt.
Knie schlagen! Na, viel hat er nicht mehr. Nicht mal zu zweit könnt ihr mich schlagen. Ich mach dich im Kopf. Stirbt. Das ist nicht vorbei, Weltfresse. Harley darf nicht siegen. Das war Schlag zurück, komm! Ich vernichte dich! Ihr seid das mieseste Tech-Team aller Zeiten. Euch mache ich alle. Ich mach dich kalt. Ich in der Mitte durch. Das gibt's doch nicht. Wie hält denn der aus, Eger? Irgendwie kriegt er keinen Schaden mehr. So, gut Leute, wie es denn hier aber weitergeht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Schaltet auf jeden Fall wieder ein und wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da und ansonsten bis zur nächsten Folge in Batman Arkham Knight. Ciao, euer Andi.